und herzlich willkommen zum Unboxing des Y-Wing Erweiterungspacks des X-Wing Miniaturenspiel von Fantasy Flight Games, beziehungsweise in Deutschland vertrieben von dem Heidelberger Spieleverlag. Lange nicht verhältlich, jetzt wieder erhältlich, der Y-Wing, einer der legendären, sage ich schon so, legendären Fighter der Rebellen. Aus der alten Trilogie. Ich mag ihn besonders gern, aber noch ein bisschen früher aus der Zeit der Computerspielen. War jetzt lange nicht verfügbar, ist nachproduziert worden. Und ich bin jetzt ganz ehrlich gespannt, was da noch alles drin sein wird. Also, ich glaube, zum Miniaturspiel war der einer der zu Release, wenn nicht sogar gleich am Anfang, verfügbar. Das ist also ein schon sehr, sehr altes Modell. Aber das ist eine X-Wing-Staffel ohne einen Y-Wing. Das ist auch irgendwie komisch. Machen wir auf. Eine Schweißverpackung wie immer. Nehmen wir jetzt an. Kommt eine Folie. Hier, ein Haufen Plastik. Dann haben wir jetzt hier. Das ist die Umverpackung, damit man hier die Atmosphäre etwas einfangen kann. Hier Credits, bla bla bla. Hier wieder der Proof of Purchase, kurz das X-Wing-Manöver-Diagramm, X-Wing sage ich, Y-Wing-Manöver-Diagramm. Ja, ist eher, ich sage es mal, eher ein Jagdbomber als ein Jäger. Aber schauen wir mal, was alles drin ist. 10 Karten, hier ist ein Marker, wir kennen ja das Spiel. Hier ist die Miniatur. Man sieht einen Y-Wing, wie aus den Filmen. Mit gelber Bemalung. Ich bin mir gar nicht sicher, gibt es da zufällig Bemalungen oder sind die Modelle dann alle gelb? Sieht hier oben noch einen Astromech. Also ich denke, dass der Y-Wing auf jeden Fall ein Astromech Platz haben wird, um auch einen Astromech aufzunehmen. Also ähnlich wie der X-Wing. Manchmal ganz zum Vorteil, wenn man einen R2-D2 oder eine R2-Einheit mit eintut und dadurch beim Spielen die Zusatzfähigkeiten hat. Hier wieder der doppelte Stand mit den Halbmondverbindern, um die Position oder die Richtung des Jägers Raumschiffes festzuhalten, damit sie auch immer in Pfeilrichtung liegen. Man weiß, wo vorne hinten ist, wobei die schaut so hoch fast unspektakulär aus. Ich denke, dass ich den im Spiel dann auf die halbe Höhe reduzieren werde. Dadurch schaut er dann etwas, ein bisschen schief aufgeklebt, aber der steht auch hier nicht ganz, aber wir sind im Weltraum. Da ist nicht alles rechtwinklig. Diese langgezogenen Y-Wing wegen diesen langgezogenen Antriebssträngen, die denen von oben drauf schauen, wie ein Y erscheinen lassen. So, dann schauen wir mal in das Päckchen rein. Es gibt wie immer Karten und mir geht gerade was ab. Ah, bevor wir es wegschmeißen. Wichtigstes Bauteil überhaupt. Dieser kleine schwarze Stöpsel, der das Manöverrad zusammenhält. Hier wieder Schiffmarker. Fokusmarker, kritische Treffermarker, ich denke ein Ionenmarker. Ist das ein Ionenmarker? Ich glaube schon, weil der Y-Wing ja im Computerspiel hat ja eine Ionenkanone. Dann vier Piloten, drei Schildmarker, ein Stressmarker und
Ein Pärchenzielerfassung. Da ist bei X-Wing immer ausreichend dabei. Wenn man irgendwann mal eine ganze Flotte hat, braucht man die eigentlich nicht mehr, aber sie gehen dadurch auch, wenn mal welche verloren gehen, ist nicht so schlimm, weil Schildmarker, Stressmarker, Fokusmarker hat man eigentlich immer ausreichend. So, das Wichtigste, was ist in den Karten dabei? Oh, wieder Protonentorpedos. Ein Ionengeschütz, ich hab's gesagt. Und zwei Astromechs. Oh, das ist interessant. Einen R5D8. Der ist eher für Ausweichen oder Fokus. Und ein R2 Astromech-Droide. Also nicht der R2D2, sondern eine andere R2-Einheit. Und, oh, interessant. Alle Manöver mit Geschwindigkeit 1 und 2 wie grüne Manöver behandeln. Bedeutet, man hat eigentlich dann bei einem Y-Wing nur im 1- und 2er-Bereich immer grüne Manöver. Das heißt, eine 3er 90-Grad-Kurve oder die Kehre ist gar nicht mehr so schlimm, weil man sie in einem kurzen Ausweichmanöver wieder reinbringt. Dann, welche Piloten sind dabei? Horton Slam, na Horton Sam, ein Stufe 8-Pilot. Und wie ich es auch schon gesagt habe, Astromech, ein Geschütz. Oh, ein Geschütz, interessant. Und zwei Torpedoslots im Y-Wing. Dutch Vander. Pilot der grauen Staffel. Ah, und hier steht, es ist nicht gelb, es ist Gold. Es ist natürlich Pilot der Goldstaffel. Und hier steht auch im Text was Interessantes. Bis zum Erscheinen des T-25X-Flügers war der vielseitige und zuverlässige BTL A4Y-Flügler der wichtigste Sternenjäger der Rebellion. Also sprich, technisch ist der Y-Wing älter als der X-Wing. Wieder was dazugelernt. Und genau, ich hatte recht, die Regelkarte für die Ionenkanone. Die dann das gegnerische Schiff bei einem Treffer nur eine Manöver der Reichweite 1 Grad aus, glaube ich sogar bloß. Nein, nur ein noch 1 geradeaus Manöver. Das heißt, wenn man ein Schiff mit der Ionenkanone trifft, ist es in der nächsten Runde, fliegt es geradeaus und man kann richtig schön vor sich zusammenlegen. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Kommentar und Daumen nach oben da. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.